Moin, ne? Oder guten Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zelda und Tears of the Kingdom Stream. Ja, wie immer zuallererst die Nachricht für die Spoileranten. Behaltet all eure Infos für euch. Niemand will jetzt hören, ansonsten seid ihr gebannt. Und Tippschreiber, lasst es auch bleiben. Ich will das Spiel für mich erkunden. So, jetzt können wir drüber reden. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir hatten das Piratenversteck fertig gemacht, also komplett zerstört, sind dann hier unten in den Krater gesprungen und hier unten befindet sich eine Arena. Da will ich auf jeden Fall gleich rein, die steht hier hinter mir. Das riesige Ding hier. Aber zuerst würde ich gerne da unten tatsächlich gucken, falls da irgendwas ist. Ah nee, da geht's wieder nach oben. Na gut, dann doch zuerst die Arena. Hey Wutze, darf ich dich ausnutzen? Ja, ich darf. Ja, da ist doch so eine Miasma-Kiste. Ich könnte mir vorstellen, dass da was richtig Gutes drin ist, aber es ist jetzt ein Krampf, wird da dran zu kommen. Ich nehme mal meine relativ beste Ausrüstung. Relativ beim Bogen, ansonsten wirklich beste Ausrüstung. Zum Beispiel die Elterklinge. Okay, gegen euch brauche ich sie noch nicht. Alter, schießt sie viel zu hoch. Mach einen Abgang. Okay, wahrscheinlich muss ich hinter jedem Tor jetzt Gegner bekämpfen. Das war eine gute Sprengung. Okay, da kommen wahrscheinlich die Schwarzen gerade raus. Ich nutze gerade einmal kurz die Waffen, die hier gerade von denen rumfliegen, und wirf die denen allen ins Gesicht. Kann ich ein bisschen die Abnutzung meiner Waffe sparen? Oh, da kommt ein Silberner. Oh. Der hat eine Elektrofrucht vorne dran. Mal, habe ich Elektromöglichkeit? Nee. Boah, dann nehme ich dir halt erst ein Schild. Ich wollte nämlich zuerst eine Waffe wegnehmen. Das ist nämlich deutlich weniger Power.
Der hat einen guten Abflug gerade gemacht. Aber das war's doch noch nicht. Nee, da kommt die Armee. Okay, jetzt kommen alle noch mal. Das hat eben schon gut funktioniert. Erstmal Schaden ist schon fies. Deine Waffen gönne ich mir gleich auf jeden Fall. So, dann kann ich ruhig hier das ein oder andere aufbrechen. Tschüss. So, hat sich der Kampf denn jetzt gelohnt? Das interessiert mich. Gute Kamera. Wir haben auf jeden Fall gut Material bekommen. Mitten als Krone. Miasmaschutz. Schützt mich das komplett vor Miasma? Nee, momentan noch nicht, aber auf jeden Fall recht praktisch. Das könnte mir später noch ein bisschen helfen, wenn ich diese komischen Hände fertig machen will. Ja, gut, wenn ich dann noch mehr von denen finde. Wahrscheinlich gibt es drei solcher Arenen. Und in jeder davon ist dann einmal sowas mit Miasmaschutz. Okay, ansonsten scheint hier unten aber nichts zu sein. Aber die Arena hat sich hundertprozentig gelohnt. Bin gespannt, wo ich rauskomme. Hier oben. Hallöchen. Okay. Abenteurer? Okay. Na klar, ich erkläre, interessiere mich sehr dafür. Ja. Okay, lässt sich einrichten. Wohin muss ich denn? Natürlich, ich bin ready. Natürlich.
Darf ich noch ein Lenkelement dran platzieren? Ja, okay. Oh, nee. Okay. Wir wollen auf jeden Fall erstmal in die richtige Richtung fliegen, ne? Easy. Was, wenn man 0,0 schafft? Ich probiere es einmal. Wenn ich jedes Mal 100 Rubine kriege, dann ist das auch eine gute Geldquelle. Schon mal ein bisschen runter. Sechs. Ein bisschen früher und ich hätte ihn null geschafft. Krieg ich jetzt wieder 100 Rubine? Alter, was für eine Geldmaschine hier. Ich mache noch einen Flug. Ich booste mein Geld immer eben kurz auf 500 hier hoch. Weil ich muss ja nicht mal den Rekord brechen. Sobald ich in den inneren Kreis komme, in diesen kleinen, kriege ich 100 Rubine. Das ist eine richtige Geldfarmquelle. Warte mal. So. Geld wurde markiert. Jetzt würde ich gerne hier rüber und Angelstadt jetzt endlich mal retten. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal die Banditen bzw. die Piraten vertreiben. Diese Fieslinge. Zumindest ein Haus steht noch. Ja, der denn nichts mitbekommen? Der hier macht mir am meisten Sorgen.
So, Ausweichangriff wird ja erhöht bei der Waffe. Ich sehe nicht noch was von dem Weißen liegen? Da. Entschuldigung, die Silbernen? Ach, Terminus. Die meisten sitzen doch eh wieder auf dem Schiff drauf. Ihr habt nichts mitbekommen. Na gut, meinetwegen kannst du auch alleine hier angerannt kommen. So, zwei erledigt. Als ob du mich hier siehst. Du kannst mich hier nicht sehen. Königsschwert, das haben die mittlerweile echt oft. Lecker Palmenfrucht. Hallo. Bin doch hier. Keine Sorge, ich kriege die Sache hier. Der Rest gammelt doch eh auf dem Schiff. Aber ne, ein paar gammeln da am Strand. Einen Moment, Leute. Ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz Dinge tun. So, Leute, ich bin wieder da. Ich musste meinen kleinen Hund gerade zu mir holen, weil er die Nachbarschaft zukläfft. Und ich keine Lust auf eine Beschwerde habe. Kabum. Jawohl, ich habe einen ins Wasser katapultiert. Hm.
Ja, komm! Ach, schade, er passt da nicht runter. Aber die anderen habe ich zumindest runtergeschmissen. Perfekt. Passt schon. Da oben ist der Schütze. Sagen, der stirbt doch jetzt sowieso. Ja! Er ist runtergefallen ins Wasser. Das, was ich die ganze Zeit wollte. Du kannst sowieso schwimmen. Schön, wie ihr Zeug alles an einem Ort jetzt liegt. Gut, hier oben scheint sonst nichts Besonderes zu sein. Ah, den habe ich schon fotografiert. So, dann fehlen jetzt nur noch die am Strand, ne? Ein Fischschild. Ich auch gleich noch einsammeln. Jetzt erstmal den Bogen hier, ach, den Bogen, den Schild hier sammeln. Und den brauche ich noch ein Foto. Und ins Wasser. Ja, jetzt habe ich mein Foto. Hier schon so viele Waffen liegen. Kann man sie auch nutzen, ne? Ich würde gern hier durch, danke. Mann, du dummes Kackvieh. Ein Königszweihänder. Oh, der ist auch tot.
ihr mir gerade ganz schön auf den Nerv. Irgendwo gab mir noch ein paar von denen. Ja, ist ein doofes Foto. Viel besser. Okay. Wo kamen denn die letzten? Auf dem Schiff habe ich definitiv alle erledigt. Da, ich sehe sie. So, das auf dem Boden einmal kurz. Der ein oder andere weiß, was ich mit dem hier vorhabe. So, den Eisenholzstock habe ich mir dann jetzt auch genommen. Oh, Weitwurf. Da wäre ein explosives Fass dann gut dran. Wo ist der letzte? Einer gammelt hier noch. Oh, ein großes, ein großer Krug. Muss kaputt machen. Kann der Versuchung nicht widerstehen. Ich bin der Krug. Um Gottes Willen, das perfekte Gefängnis. Ich gehe in den Brunnen gucken.
Als ob du die ganze Zeit wirklich hier unten gegammelt hast. Damit wird der Boomerang auch Fratze. Oh, ich habe ihn ins Wasser geschleudert. Ja, hab sie vernichtet. Ach, Landa. Der frühere Vorgesetzte von Dumpster. Hallo, wir kennen uns doch. Ich habe übrigens mit einer Sequenz gerechnet. Okay. Bestimmt darf ich dabei helfen. Gern geschehen. Okay. Ich helfe euch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich so viel Reis habe. Die Baumstämme sind eine andere Geschichte. Okay, dann weiß ich, was ich jetzt vorerst zu tun habe. Ich pack mich übrigens mal wieder ins Bild. Okay. Ich darf keine Palmen nutzen. Wie viel Reis habe ich? Okay, mit dem Reis ist es nicht das Problem. Ihr zählt alle als Palmen. Wo hören die Palmen auf? Hier am Strand schon mal gar nicht. Gut, dass ich eine Axt habe. Von hier kriege ich keinen Baumstamm, ne? Nee.
Und er ist ein Zimmermannsmeister, der erkennt den Unterschied, wenn ich ihn einen anderen Baumstamm andrehen will. Es wird eine lange und beschwerliche Reise durch die ewigen Weiten der Gezeiten. Wird unser Held es schaffen, die Baumstämme abzuliefern? Ich frage mich vor allen Dingen, ob ich die alle in einem Stück abliefern muss. Fünfzehn Baumstämme. Wenn ich einen spitzen Stein finde, dann könnte ich auch den Ast, den ich gerade geholt habe, an den Gegnern auch zu einer Axt machen. Du bist zu klein, aber hier hören auf jeden Fall die Palmen auf. Okay, hier muss ich Bäume finden. Ich kann denen nicht zufällig das Zeug da unten einfach andrehen. Ich sehe meine Baumquelle. Ich weiß, dass ich abrutschen würde. Dann mache ich es lieber so. Und jetzt zigtausend Bäume fällen. Schon mal ein Stamm. Zwei. Ich bringe Holz. Ja, nimm. Liegen meine Räder da? Ne, die hat er auch direkt verwertet. Ach, ich hätte die auch stückweise geben können. Hier, bitte. No problemo, amigo. Man hört, dass er sich Mühe gibt. Okay. Ich würde sagen, bauen wir erstmal die Wohnhäuser wieder auf, ne? Damit die hier auch wieder richtig wohnen können, ne? Erstmal vom Dorfvorsteher. Mal los. Erstmal, dass die hier wohnen können, das ist wichtiger. Ah, okay. Das ist das kleinere Problem. Ist das Teil da wichtig? Fällt er so leicht runter.
Geschafft. Ich frag gar nicht erst, warum da oben eine Kiste stand. Ja, geschehen. Dann geschehen. Okay. Ist ein schönes Haus. Okay. Das ist bestimmt noch wichtig. Hat man einen Screenshot von gemacht. Den Herzteich haben wir ja sogar schon gesehen. So, sein Haus bauen wir auch direkt auf. Erstmal die Wohnhäuser. Geht da nur der Mittelpfeiler? Die Palme ist das geringste Problem. Drin. So, jetzt haben die wieder einen Platz zum Schlafen, alle. Ach, ist das schön. Och, alles gut. Ah, ich kann mir jetzt hier ständig Fische holen. Dann bediene ich mich mal. Hier kann ich auch ein schönes Foto von Reiseschwerter machen. So, dann als nächstes die Geschäfte. Machen wir mal das Gasthaus zuerst. Dann ist schlafplatzmäßig alles geregelt. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders, weil da war ja Wasser drin. Das müssen wir doch erstmal irgendwie rausbekommen. Oh.
Okay, wenn es nichts weiter ist. Eine leichteste Übung. Ein schönes Gasthaus. Aber wenn ein Blutmond ist, dann ist hier doch direkt wieder alles kaputt, oder nicht? Och, danke. Hallo. Ich sie nicht gerade. Nee, dann lass mal stecken. Kann ich mir am Ende gönnen. Dann machen wir als nächstes das Restaurant fertig. So, was muss man hier tun? Wieder ein Palmblatt. Wenn es weiter nichts ist. Welcher Vollidiot kam auf die Idee, die Kisten da schon wieder hinzustellen? Und drin. So, dann wird ja nur noch ein Gebäude. Oh, lecker. Kannst du mir die Rezepte lieber geben? So, Herr Landa, dann fehlt nur noch ein Geschäft. Und zwar ganz ohne Verlierer. Ja. Es glaubt, wird selig. Ach, wieder nur der Palmstand. Einen Geraden brauchen wir. Da haben wir einen Geraden.
Schrei nicht auf die Kuh. So, dann verfachten wir den erstmal da oben drauf. Ah, wir haben allen geholfen. Sehr schön. Aber wie gesagt, ist das Problem nicht. Sobald die wieder mit dem Blutmond zurückkommen, dann haben die dasselbe Problem doch nochmal, oder nicht? Danke für die Bomben. Kein Geschehen. Kein Geschehen. Oh, nice. Was hat er vor? Ich dachte mir, dass hier was Sequenzartiges kommt, deswegen hatte ich mich kurz aus dem Bild gepackt. Ich weiß nicht hundertprozentig wie eine Sequenz, aber ich habe es mal dazu gezählt. Hallo, das klang gerade, als hätte ich in der Nacht verbracht, warum ist mein HP nicht geheilt? Ich will mir die Salzkur genießen. Wie bitte? Bis morgens, bitte.
Was wurde mit mir gemacht? Werde ich aufgeklärt? Wenn das Blutmonds Licht die So, ganze... jetzt zeigt sich meine Befürchtung. Werden sie wieder angegriffen oder habe ich das Dorf wirklich gerettet? Ich meine, das Piratenschiff, das steht ja auch noch hier. Also die respawnen nicht. Ja. Ich habe ihn schon längst gesehen. Was machen die jetzt mit dem Boot? Naja, Hauptsache denen geht's gut hier. Dann will ich auch mal das Tonspiel ausprobieren. Silberner Bossbockhorn. Ein Eisexalfoshorn. Ich hätte gern das hier. Ich hatte dich an einem Stall getroffen? Wo? Ich nehme Mittel. Ja, und? Ich habe mir direkt den Hauptgewinn geholt. Aber ich kann ja ab und zu vorbeikommen und mir Zeug gönnen. Das hat gut angeskraft. So, und was habt ihr denn für Gerichte für mich im Angebot? Warte vorher. Hallöchen. Ist eine gute Kuh. Ich dachte, hier unten wäre vielleicht noch was. So, da ist das Gebäude mit den Gerichten. Vielleicht hat ja auch irgendwer hier noch eine Quest für mich. Zu später Stunde? Wir haben früher Morgen. Danke, ich nimm's. Wo ich schon beim Thema Essen bin, es wäre nicht verkehrt, mal ein bisschen was zu kochen.
Ach komm, dann packe ich nochmal Butter und nochmal Luxusfett mit rein. Behütender Fleischspieß, mir zum Schmutz. So, im ersten Schuss Level 3. Damit könnte ich mich doch bestimmt auch mal mit diesen Händen anlegen, die in dem Dekobaum schlummern. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was am Futter. Ja. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal zum Spähposten zurück. Guck gerade. 29 Krogdinger habe ich. Und ich habe, glaube ich, auch genügend für eine neue Batterie. Außerdem, ich glaube, ich muss hier noch eine Quest abgeben, die ich nie abgegeben habe. War doch irgendwer, der Geräusche in der Wand gehört hätte, und in dieser Person muss ich doch noch reden. Genau, das war die nette Dame hier. Oh, danke für die 20 Rubine. Gern geschehen. Haben wir das auch nicht abgegeben? Hat ja lang genug gedauert, bis ich das mal abgebe. So. Was braucht gerade am dringendsten Aufpolierung? Ich würde sagen, unsere Schildtasche, weil wir echt kaum Schilde mit uns tragen können. Liebe das. So kann sie Schildtasche direkt noch mal aufbessern. Kostet das nächste Mal auch 10? Mit dem nächsten Korb kann ich meine Schildtasche noch einmal erweitern. So, als nächstes wollte ich zum Batterietypen. Auf welcher Seite ist der Stein zu dem? Ich glaube, komplett andere Himmelsrichtung. Wir haben ja 100 und wäre nicht verkehrt, mal aufzuwerten. Hallo. Ja, bitte. Eine weitere Batterie klingt immer gut.
Dann hält mein ganzer Schmarrn noch länger. So. Jetzt würde ich gerne hier zu dem Stall mal wieder gehen. Und dann würde ich mich nochmal an meinem Feind hier nochmal versuchen. Den Froskriok. Vielleicht kriege ich den ja mittlerweile down. Ansonsten würde ich mich nochmal in den Krogwald wagen. Okay, mein Kanonenschild ging echt schnell kaputt. Bidon? Aua. So, wieder auf dem Boden der Tatsachen mit dir. Oh, diesmal sieht richtig gut aus. Diese Winde nerven, ne? Hallo, ich will dein Schild nutzen. Danke. Bin ich eigentlich behindert? Das ist doch sogar noch effektiver, wenn ich damit dreifach Bomben drauf hau. Guck gerade, hätte ich vielleicht nee, ich wollte sagen, gerade ein echt starkes Breitschwert eventuell. Immer schön draufhauen! Müssen immer schön irgendwo dran kleben. Damit er mich nicht lasern kann. Okay, alle drei Köpfe liegen wieder. Boah, der ist gerade richtig weit runtergeflogen. Meine Elite-Waffe ist jetzt kaputt. Aber diesmal wesentlich leichter zu schaffen. Alter, wie weit hoch? Was genau bereitet er vor? Habe Angst, aber ich habe eine Idee. Wenn ich nicht abrutschen würde. Au! Okay, ein Eishapfen und ich bin tot. Am besten, ich stelle mich dann unter, wenn die Eishapfen runterkommen. Aber ich kann den definitiv schaffen.
Oh Scheiße, die Eiszapfen kommen wieder. Okay, aber ein. Jetzt baller ich dich runter. Oh, der hat gerade immensen Schaden bekommen. Ich habe ihn besiegt! Nimm das! Ich habe dich vernichtet! Griok Frosthorn. Warte, das Foto kriege ich schöner hin. Ja, am besten auch mit dem blauen Ding. Ist eine wahre Schönheit. Ich habe ihn besiegt. Ich habe meinen Erzfeind vernichtet. So, jetzt würde ich mich aber, wie gesagt, auch nochmal beim Walter Crocs gegen den einen versuchen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So, wo tauchst du auf? Du bist der eigentliche Gegner. Ich bin gegen dich gut gewappnet. Ich habe einen Jasma-Schutz. Du mieser Penner. Okay, meine Ultrawaffe hat jetzt nicht so lange gehalten, wie ich gedacht habe. Eis bringt bei dir nichts. Okay, direkt verstanden. Besiegt! In deine scheiß Visage! Der erste von denen, den ich down bekommen habe. Das sollte denen jetzt geholfen haben. Nein, will ich nicht wissen. Geschehen. Es steht extra in den Text keine Tipps. Ein Miasma-Schwert. Warte. Direkt nehmen, nochmal hinlegen. Ich bin übrigens gerade aus dem Bild wegen möglicher Sequenz. Bogenkönig des Dämonenkönigs.
Okay, der müsste dann jetzt gerade ja ultra stark sein. Einfach hochteleportieren, ne? Nach Honus! Hallo, mein Bester, wie geht's denn so? Ich hab mal eben kurz das Scheuse, was da unten in deinen Knospen rumgeknabbert hat, mal vernichtet. Also an deiner Wurzel. Vor ewigen Zeiten. Ah, ich grüße euch, hohe Priesterin von Hyrule und Link, Träger des Masterschwertes. Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest. Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Es heilt sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert. Das ist so eine Geschichte, die wüsste ich auch gern, wo ich das gleich finde. Ich erwähne nochmal, schreibt mir nicht, wo ich was finde. Ich will das Spiel für mich selbst erkunden. Da ist das Masterschwert. Es bewegt sich. Okay. Mal kurz den Punkt an der Karte angucken, während ich ins Bild zurückkehre. Hoch oben. Es kreist hier wahrscheinlich drumherum. Ich habe da aber keine Möglichkeit in der Nähe irgendwie mich nach oben zu katapultieren. Wo doch, mit dem Teil, aber ich glaube nicht, dass ich nah genug rankäme. Aber hey, wir haben den Dekobaum gerettet. Ich kann mir auch gut vorstellen. Ja, dass die erste Erinnerung ist zum einen. Dass ganz oben, wie beim ersten Teil, eventuell auch noch der ein oder andere Krok sitzt. Da würde ich einmal ganz kurz gerne gucken. Ich kletter mal ein bisschen auf deiner Nase rum, ne? Das macht dir doch nichts aus, mein alter Freund. Hallo.
Okay. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Der Pfeil ist im Boden verschwunden. Ich guck gerade. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall welche sind. Wie gesagt, ich würde diesen Miasma-Schutz gerne nutzen. Die Baumsachen, die kann ich auch beim nächsten Mal sammeln. Ich will jetzt den Schutz noch ausnutzen, solange ich ihn noch habe. Weil das ist ein Dreierschutz. Auch wieder eine spezielle Waffe in der Hand. Daneben. Warte, was steht da? Ich kann es gerade nicht gut lesen. Link nimmt Miasma-Schaden. Okay, hat viel Kraft, aber dafür kriegt man Miasma-Schaden die ganze Zeit. Das ist der Nachteil von der Waffe. Na komm, mach deinen Sprung nochmal. Miasma-Prügel. Ach, da 50 Angriffskraft. Na gut, wenn man den Miasma-Schutz hat, dann kann man da wahrscheinlich mehr oder weniger drauf pfeifen. Zu der anderen Stelle, wo ich jetzt das nutzen könnte, da wäre ich, glaube ich, nicht rechtzeitig. Ich weiß, dass hier in der Höhle, meine ich, einer war. Aber ich wäre nicht rechtzeitig an der Stelle dran. Das weiß ich jetzt schon. So, Phantom Gun. Komm her. Aua. Miasma-Schutz merkt man. Ich bin zu doof zum nach hinten hüpfen. Ignoriert sich das? Aua. Okay, jetzt habe ich keinen Miasma-Schutz mehr. Okay, da wäre zur Seite richtig gewesen.
Okay, da nimmt man ultra viel Schaden. Da brauche ich auf jeden Fall den Miasma-Schutz, wenn ich die Waffe nutzen will. Sterbe ich hier massiv dran. Der Bogen des Dämonenkönigs hat das nicht, ne? Nee. Ein echt praktischer Bogen. Ich habe eine 82er Waffe. Einfach doppelt so viel wie meine anderen Waffen alle. Vor allen Dingen, wenn ich so einen Prügel nochmal an den anderen Prügel dann packe, dann habe ich sogar eine Waffe mit 100 Angriff. Richtig geil. Na gut. Ich habe jetzt hier nochmal abgeräumt. Ich habe den Phantomgannon jetzt dreimal hintereinander fertig gemacht. Ich bin glücklich. Ich habe meine Rache bekommen. Ich habe auch den Frostkirok hier nochmal fertig gemacht. Wir haben Angelstedt gerettet. Ey, wir können heute nur Positives vermerken. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ne? Auf YouTube später ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und von der YouTube-Gemeinschaft verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.